Die Tonwelle eines Schiffssonars breitet sich im Wasser mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 1,5 Kilometer pro Sekunde aus. Wie tief ist das Meer an dieser Stelle, wenn die Dauer zwischen dem Senden des Tons und dem Empfang des Echos 0,02 Sekunden beträgt? Hier sind die Angaben. Die Geschwindigkeit beträgt 1,5 Kilometer pro Sekunde, das sind 1500 Meter pro Sekunde. Und die Zeit beträgt 0,02 Sekunden. Gefragt wird eine Distanz. Und um die herauszufinden, je nach diesen Angaben, nutzen wir die Formel Geschwindigkeit gleich zurückgelegte Strecke geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Wenn v d auf t ist, dann bedeutet das, dass d v mal t sein muss. V ersetzen wir durch 1500, t ersetzen wir durch 0,02 und so finden wir eine zurückgelegte Strecke von 30 Metern. Diese 30 Meter ist also die Distanz hin und zurück. Also ist die Tiefe des Meers an dieser Stelle die Hälfte von 30 Meter, das bedeutet 15 Meter.